Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Rezension der Rohema 5A Lakrit Drumsticks und den Rohema 5A Speedsticks. Da ich immer noch kein PC habe, werde ich dieses Review in mehrere Teile aufsplitten und den jeweiligen Teil auf den Kanal hochladen. Und heute geht's einfach nur auf die Einführung. Morgen kommt dann Teil Nummer 2 mit dem Handling, mit der Anfassqualität, mit der Verarbeitung und so weiter. Und dann kommt dann am Sonntag Teil Nummer 3, wo ich diese Sticks am Schlagzeug vorführen werde. Und dann kommt noch ein spezieller Teil zu den Speedsticks, denn da gibt es auch noch einiges dazu zu sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns morgen wieder beim Teil Nummer 2 der Rezension der Rohema 5A und 5A Speedsticks. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Anschauen, fürs Abonnieren, fürs Liken und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!